damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, 14. Spieltag. Ja, so sieht's mal aus. Wir nähern uns der Winterpause und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, welche Richtung geht wer und welcher Trend setzt sich fort, beziehungsweise welche Serie endet. Schauen wir mal, los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel. Was da heißt, ist der FC Magdeburg gegen den ersten FC Heidenheim am Freitagabend. Ja, die Frage bei beiden Teams natürlich da auch. Wer setzt den Trend fort? Ne? Magdeburg im letzten Spiel gegen den Hamburger Sportverein mit 3:2 erfolgreich gewesen. Einen guten ersten Durchgang und an Abschluss, ja, viel Glück, dass am Ende der HSV einfach nicht so viel Glück hatte und dementsprechend man selber dann mit 3:2 gewonnen hat. Jetzt geht's gegen den ersten FC Heidenheim, die zwar 3:1 gewonnen haben gegen Greuther Fürth, aber eieiei, das dritte Tor, der Elfmeter, schwierige Entscheidung. Aus meiner Sicht war es keiner. Und vielleicht wäre dieses Spiel dann anders gelaufen, wenn es diesen Elfmeter nicht gegeben hätte. Und dann zugleich die Frage, ob der Fürth dann zurückgekommen wäre noch. Weil im Durchgang 2 sah vieles danach aus, dass Fürth eben dann den Ausgleich erzielen könnte. Aber so, ja, durch eine strittige Situation dann doch gewonnen. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob eins dieser beiden Teams seine Siegesserie fortsetzen wird. Ich denke mal ja, aber es wird Heidenheim sein. Heidenheim gewinnt mit 2:1. Das nächste Spiel findet ebenfalls am Freitagabend statt. Das ist das Spiel zwischen Greuther Fürth und Arminia Bielefeld. Bei dieser Partie war ich tatsächlich am Überlegen, ob es mein persönliches Topspiel wird oder eben nicht. Denn, ja, man darf nicht vergessen, Greuther Fürth im letzten Spiel 1:3 verloren gegen Heidenheim. Wie erwähnt, das war ja, strittig in der zweiten Durchgang. Andersrum, im ersten Durchgang war es eine echt schwache Leistung der Fürther. Also dafür, dass sie sich definitiv in Halbzeit 2 verbessert haben, stellt sich natürlich die Frage, ob nun dieser Schwung der Verbesserung eventuell auch gegen Arminia Bielefeld laufen wird. Klar, Bielefeld im letzten Spiel 2:0 gewonnen. Ja, in einem Spiel, wo du dachtest, so, wow, das Spiel hat eigentlich keine Tore verdient. Definitiv nicht. Weder St. Pauli noch Arminia Bielefeld fand ich zwingend gut vor dem Tor. Aber im Durchgang 2 hat sich definitiv einiges geändert. Insbesondere durch die Wechsel der Arminia, die auch richtig gemacht worden sind und damit Mechanismen freigeschaltet worden sind, die dann zum Torerfolg geführt haben. Natürlich stellt sich die Frage, ob man jetzt gegen Greuther Fürth Ähnliches machen kann oder nicht. Ja, eine sehr schwierige Partie, die ich denke, dass sie sehr ausgeglichen sein wird, denn ja, beide Teams trendtechnisch, mal schauen, 1:1 unentschieden. Das nächste Spiel ist das Spiel am Samstag. Es ist das Spiel zwischen Holstein Kiel und der Fortuna aus Düsseldorf. Und die Kieler im letzten Spiel 1:1 unentschieden gespielt gegen die Darmstädter. Im ersten Durchgang das bessere Team, im ersten Durchgang hat so ein bisschen das zweite Tor gefehlt. Dann wäre da ein Sieg rausgekommen. So kann man sich damit zufrieden schätzen, dass man einen Abschluss nun entschieden geholt hat, einen Punkt geholt hat, der eventuell nach hinten raus wichtig werden kann. Jetzt geht's gegen die Fortuna aus Düsseldorf, die im letzten Spiel mit 2:0 gegen den Karlsruher SC gewonnen haben und einfach am Anfang des Spiels in Durchgang 1 effizient waren. Haben gefühlt zwei, drei Torchancen gehabt und daraus 2 Tore erzielt. So kann man eben dann auch ein Spiel gestalten und so kann man eben auch ein Spiel gewinnen. Natürlich stellt sich die Frage, ob jetzt gegen die Kieler es ähnlich laufen wird oder ganz anders. Diese Partie, denke ich mal, wird sehr ausgeglichen sein. Beide Teams ungefähr aus meiner Sicht gleich stark und dementsprechend auch hier ein Unentschieden, auch hier ein 1:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und dem ersten FC Nürnberg. Und ja, im letzten Spiel Kaiserslautern gewann 2:0 gegen Hansa Rostock. Man war im Durchgang 2 besser und man hat die Tore erzielt. Wobei, naja gut, also das erste Tor, aber dazu kommen wir später nochmal. Auf jeden Fall hat Kaiserslautern wieder gewonnen und ist damit zumindest von ihrem Unentschieden weg. Natürlich stellt sich die Frage, ob sie jetzt gegen Nürnberg auch siegreich werden, denn der erste FC Nürnberg im letzten Spiel mit dem Unentschieden gegen Hannover. Ein Unentschieden, wo man sagen müsste, zu viel Risiko wollte man nicht einsetzen. Das hat man auch so gemerkt. Ne? Also so 0:0, wobei mehr Taktikgespräch das Spiel war als spielerisches Spiel. Also Risiko-Fehlanzeige. Weder bei Hannover noch bei Nürnberg. Und mal gucken, ob jetzt diese Gefahr eventuell gegen den ersten FC Kaiserslautern für den ersten FC Nürnberg ausgestrahlt werden kann. Ich denke mal, dass dieses Spiel wirklich knapp sein wird. Die Defensive der Nürnberger wird wieder stabil halten, aber eben nicht bis zum Ende. Kaiserslautern gewinnt mit 1:0.
Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Hansa Rostock. Beide Regensburger haben im letzten Spiel 2:1 gewonnen gegen den SV Sandhausen. Wo man sagen müsste, vielleicht war das ein einfacher Sieg? Fragezeichen. Ich denke mal nicht. Es war doch relativ ausgeglichen, wobei im Durchgang 2 doch Jahn Regensburg aus meiner Sicht das bessere Team war und dadurch eben dann auch verdient gewonnen haben. Natürlich stellt sich die Frage, ob es gegen Hansa Rostock jetzt eine ähnlich schwierige Partie für die Regensburger werden wird, denn Hansa Rostock, oh je, ich hatte es ja eben schon gesagt, ne? Das 1:0 der Lauterner, also ein Torwartfehler, ja, wenn jetzt es geschüttet hätte oder irgendwie, was weiß ich, dann hätte ich gesagt so von wegen, okay, das kann so ein Fehler passieren. Andersrum, ein Torwart seiner Klasse sollte ihn eigentlich halten, man muss es so böse sagen. Und so ist es dann unglücklich gelaufen, dieses 1:0. Und klar, Rostock ist dann diesen Rückstand hinterhergelaufen und am Abschluss haben sie das Spiel 2:0 verloren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es gegen Jahn Regensburg wieder Besserung kommen wird oder nicht. Ich denke mal, eher nicht. Jahn Regensburg wird dieses Spiel gewinnen mit 2:1. Das nächste Spiel, was dann am Samstagabend stattfinden wird, ist das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Darmstadt 98. Und bei St. Pauli, ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll, aber auch da hat man es wieder gemerkt. St. Pauli auswärts, einfach nicht dasselbe Team wie St. Pauli zu Hause. Es ist wieder mal der Fall. Also gegen Bielefeld, es war das klassische Auswärtsspiel von St. Pauli. Also, ja, ich weiß nicht, ob man als St. Pauli-Fan momentan irgendwie rumreisen möchte. Also das Team überzeugt einfach nicht. Auch gegen Bielefeld nicht. Also, ja, 2:0 dann die Schlussfolgerung, weil Bielefeld sich in dem Durchgang 2 gesteigert hat und die Wechsel richtig getätigt hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird es zu Hause laufen gegen Darmstadt 98, die im letzten Spiel mit dem 1:1 unentschieden, ja, vielleicht nicht zwingend zufrieden sein können. Ähnlich wie Kiel. Hat so ein bisschen das zweite Tor gefehlt, weil die Kieler eben im ersten Durchgang das zweite Tor nicht erzielt haben und Darmstadt eben im zweiten Durchgang nicht das zweite Tor erzielt haben, ist dieses Spiel unentschieden geworden. Also im zweiten Durchgang die Darmstädter besser gewesen als im ersten Durchgang. Kiel, ja, vielleicht überrascht worden. Ich bin mir nicht sicher, ich denke mal eher nicht. Also Darmstadt hat das sich gut erarbeitet, dieses Unentschieden. Wobei, wie gesagt, es wäre auch ein Sieg noch drin gewesen. Jetzt im Spiel gegen St. Pauli kann wirklich vieles passieren. Und natürlich, der FC St. Pauli heimstark. Aber Darmstadt darf man auch nicht unterschätzen. Also von daher, denke ich mal, würde es ein Unentschieden geben, mein 1:1. Das nächste Spiel, das erste Sonntagsspiel, ist mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen dem SC Paderborn und dem Hamburger Sportverein. Es ist im Endeffekt der erste gegen den ersten, nämlich der erste Heimtabelle gegen den ersten der Auswärtstabelle, wobei der Hamburger Sportverein das eine Spiel, eben das letzte Auswärtsspiel, verloren hat gegen den FC St. Pauli und das letzte Spiel jetzt gegen den FC Magdeburg auch verloren hat. Also da ist so eine kleine Niederlagenserie jetzt zustande gekommen, wobei man eben sagen müsste, gegen Magdeburg hätte das auch anders laufen können, ne? Aber wenn du erst ab der 55. Minute erst ins Spiel reinkommst und dann auch gefühlt eigentlich nur am Ball bist und nur versuchst, die Tore zu erzielen und dann das 2:2 erzielst und dann das 2:2 noch aberkannt kriegst und eigentlich so viel doof gelaufen ist für den Hamburger Sportverein in diesem Spiel. Ja, aber es war eben einfach so, dass der HSV zu spät wach geworden ist und vielleicht dieses Spiel hätte auch früher drehen müssen, um es eben drehen zu können. Jetzt geht's gegen den SC Paderborn, die im letzten Spiel mit dem 0:0 gegen Braunschweig, ja, schon Müdigkeitserscheinungen aufwiesen, also definitiv. Man darf nicht vergessen, dass die Paderborner im letzten Spiel ja auch im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen noch relativ lang ran mussten. Und das hat man eben gegen Braunschweig gemerkt. Und dementsprechend ist dieses 0:0 eigentlich ganz in Ordnung gelaufen. Jetzt aber hat man ein bisschen Pause gehabt. Und dieses bisschen Pause wird man auch ausnutzen und in diesem Topspiel an Abschluss siegreich sein. Paderborn gewinnt mit 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Hannover 96 und dem Karlsruher SC. Und beim Karlsruher SC, ja, hatte ich ja schon erwähnt, die haben gegen Düsseldorf gespielt, die haben so ein bisschen den Start verpennt. Also irgendwie, ja, so ins Spiel gekommen sind sie aus meiner Sicht so ab der 30. Minute. Und ab da an lief es dann auch ganz okay. Bloß Problem ist, du liegst 2:0 hinten. Also
das ist natürlich dann problematisch. So ein Comeback kam einfach nicht vom KSC. Und am Abschluss müssen sie eben dann wieder mit 0 Punkten nach Hause gehen. Und jetzt wollen sie natürlich Punkte holen gegen Hannover 96, die im letzten Spiel ja gegen den 1. FC Nürnberg so ein bisschen bedacht gespielt haben. Interessanterweise so ein bisschen bedacht gespielt haben. Andersrum, die Nürnberger Abwehr hat auch gut mitgehalten. Von daher, dieses 0-0 geht dann schon in Ordnung. Natürlich die Frage, ob man gegen den Karlsruher SC eventuell siegreich sein kann. Ich denke mal, am Ende wird es so sein, dass der Hannover 96 das Spiel gewinnt, aber auch nur mit einem Torvorsprung mit 1-0. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages findet statt zwischen dem SV Sandhausen und der Eintracht aus Braunschweig. Und die Braunschweiger haben in diesem Spiel einfach diszipliniert verteidigt. Man muss es so im Endeffekt so böse sagen, weil klar, in den letzten Spielen, also besser gesagt am Anfang der Saison, wenn man das wieder so weit zurückdehnen darf, ähnliche Situation wie gegen Paderborn. Aber so welche Spiele hat man dann verloren. Also von daher ein Punktgewinn definitiv gegen Paderborn. Und jetzt stellt sich natürlich raus, ob man auch eventuell gegen einen Abstiegsaspiranten wie Sandhausen Punkte holen kann. Denn in letzter Zeit holt Braunschweig viele Punkte, weswegen sie dann so ein bisschen sich aus diesem Abstiegskampf rauskatapultiert haben. Sandhausen hingegen, die sind unten im Abstiegskampf dabei, die wollen da raus, haben im letzten Spiel 1-2 verloren gegen Jahn Regensburg. Im zweiten Durchgang hat man irgendwie so ein bisschen, ja, hat die passende Idee gefehlt, weswegen eben Regensburg am Abschluss den Sieg nach Hause fahren konnte. Frage, ob jetzt eventuell ein besseres Spiel von Sandhausen geben wird? Ich denke mal, am Ende wird es so sein, dass dieses Spiel auch sehr ausgeglichen sein wird, aber Braunschweig gewinnt mit 1-0. Diesen einen blöden Fehler werden die Sandhäuser machen, weswegen Braunschweig 3 Punkte mitnimmt. Das waren meine Tipps für diesen 14. Spieltag. Ihr könnt eure Tipps natürlich in der Tipprunde abgeben und ich hoffe, dass ihr dann zum nächsten Tipp wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.